Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute geht es endlich als erstes Turnier vor Saison 2021. Wegen Corona hat sich das mega verzögert. Und auch jetzt, ja, Turnierfeeling ist auch nicht, weil wir starten so in 15er Gruppe und niemand darf irgendjemand sein. Es darf nur genau Dritter auf dem Platz sein, sonst gar niemand. Ich weiss noch nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, den Ball gut zu filmen. Aber ich denke, ich nehme euch gleich mit und wenn es halt nicht gefilmt wird, erzähle ich dann, wie es war. Und zwar starten wir heute ja ein bisschen weiter weg von uns. Wir werden fast 2 Stunden fahren. Und zwar in Beromünster. Dort starten wir mit 2 Prüfungen FM2, also Freibergenprüfungen, 80 cm hoch. Der erste Umgang wird ein Amizid-Messung sein und dann ein 2-Phasen-Springen. Und wir nehmen sogar noch jemanden mit, der sie hat uns gefragt, ja, sie möchte dort einen Concours, aber so weit fahren ist ein bisschen unnötig. Und dann sagen, fahren wir zu zweit. Wir nehmen sie mit ihrem 6-jährigen Freibein-Wallach. Und ja, ich hoffe, die 2 verstehen sich. Und es kommt alles gut und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Da wir ja heute nicht allein fahren, musste ich etwas anders packen und ich zeige euch das jetzt kurz. Und zwar haben wir jetzt eigentlich alles hinten, was im Auto nicht mehr so Platz hat. Hier in dieser Tasche meine Schabracke. Hinten dran hängt meine Jacke. Hier seht ihr so die Medizintasche, wo so Salbino-Zeugsachen sind, falls es weh macht. Hier ist die Pflegetasche mit Haarbürste und so weiter. Das ist meine Tasche, die ich Kleider drin habe zum Wechseln. Und Jacken und so, hier ist das Futter für nachher und Öl und so Sachen, hier ist Wasser und hier gehört das Hafer zum Einsteigen, hier ist mein Kistchen mit Zäumchen, Gurt etc. drinnen. Hier seht ihr meinen Rückenpanzer und mein Sattel und dort oben ist der Helm und natürlich hier an der Tür mein Magic Tag Stirnband und hinter im Anhänger haben wir jetzt, man sieht wahrscheinlich 2 Heusäcke, links und rechts. Oben seht ihr hier Alexa, mein Glücksbringer-Rössli. Und habe ich beide Orten noch eingestellt und beide auf Pony eingestellt, da sie auch einen recht kleinen Freibein hat. Ich hoffe jetzt, ich habe alles dabei und bald geht's los. Start Nummer 21, Tamara Faber, Linden.
Startzeit ist ertönt. Für Startnummer 24, Tamara Faber mit Lemmy. So, ich bin jetzt schon daheim wieder. Also es ist mittlerweile 7:45 Uhr. Und ich wollte nur noch schnell erzählen, wie es so gegangen ist. Also jeder hat das Video gesehen, wir haben sogar filmen. Und zwar im ersten Umgang hatte ich irgendwie nicht so ein gutes Gefühl gehabt. Also vom Arbeitsplatz ist es noch so gegangen, es hatte viele Leute in die Taube und so Barros, die so ein bisschen gegen die anderen komisch da haben. Aber dann drin, ja, habe ich mich so ein bisschen stressen, dass wir mega spät erst rein dürfen. Und dann sind gerade die Leute hei, sobald ich kaum auf dem Platz war. Und dann habe ich mich ein bisschen stressen. Und dann so die ersten, ich glaube bis um 3 Uhr, sind wir noch so drungen gelaufen. Und ich habe nicht schön gesprungen. Dann ist es eigentlich ein bisschen besser geworden. Und dann haben wir leider den letzten am Boden gehabt. Und dann sind wir 20 geworden, von 30 Startenden. Und dann war es der zweite Umgang, das war die zweite Phase. Ja, einfach Phase, also der erste Umgang war und dann noch 4 Sprünge oder 3, 4 Sprünge. Und da hatte ich von Anfang an ein viel besseres Gefühl gehabt. Ich habe mir auch länger Zeit genommen zum Anfangen, weil es ja im zweiten Phase nicht so Rolle spielt, dass man für eine Zeit hat in der ersten Phase. Und dann ist es schon in der ersten Phase sehr, sehr gut gegangen. Und dann bin ich null gewesen, bin ich weitergeritten. Und habe in einer Wendung wirklich probiert, gut abzukürzen. Und am Schluss sind wir dann viert geworden von den 30 Startenden. Und es hat mich mega gefreut. So, nach dem ersten Umgang habe ich schon gedacht, ja, wir haben wieder mega die Rückschritte gemacht, nur weil es Konkur ist und nicht Training. Aber im zweiten ist es dann wirklich gut gelaufen und gut gesprungen. Hat mich auch ein- bis zweimal retten. Aber ich bin wirklich, wirklich sehr zufrieden und sehr, sehr stolz. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal.